Durch die einseitige Ausrichtung unserer Ernährung auf süß und salzig haben wir mit der Zeit verlernt, bitter zu schätzen. Der bittere Geschmack ist für uns total ungewohnt und deshalb manchmal auch unangenehm. Aber man kann mit der Zeit seinen Geschmackssinn wieder normalisieren und bitter sogar als wohlschmeckend empfinden. Bitterstoffe kommen in unterschiedlichen Formen vor, in Früchten, in Gemüse, in Kräutern oder auch Gewürzen. Und man weiß, je bitterer ein Lebensmittel schmeckt, desto höher ist der Bitterstoffgehalt. Hier habe ich mal eine kleine Übersicht mit den Top 10 Heilpflanzen, denn die enthalten tatsächlich am meisten Bitterstoffe. Und das Rennen machen hier vor allem die Enzianwurzel und das Wermutkraut mit einem Bitterwert von 10.000 bis 25.000. Das ist wirklich eine Menge. Und auf Platz 10 dieser Heilpflanzen ist auch unser bekanntes Löwenzahn. Dazu habe ich sogar ein ganzes Video gemacht. Schau hier gerne mal vorbei, falls dich das interessiert. Es gibt noch viele andere Heilpflanzen mit Bitterstoffen, allerdings sind da keine Bitterstoffwerte bekannt. Zum Beispiel Beifußkraut, Schafgarbe oder auch Mariendistel. Es mag sein, dass du manche von diesen Heilpflanzen noch nie gehört hast, aber das ist nicht so dramatisch. Ich mache es jetzt ein wenig leichter, denn auch in Gemüse, Obst, Kräutern und in Gewürzen sind Bitterstoffe enthalten. Und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Bei dem Obst und Gemüse kommt es natürlich auch auf die Saison an. Jede Jahreszeit bietet so seine regionale Vielfalt. Bitterstoffhaltiges Gemüse ist zum Beispiel Brokkoli, Rosenkohl oder auch Aubergine und Fenchel. Dazu habe ich später auch noch ein leckeres Rezept für dich. Aber auch im Mangold, grüner Paprika und zum Beispiel im Sellerie sind viele Bitterstoffe enthalten. Es gibt aber auch einige bittere Salate, wie zum Beispiel Chicorée oder auch Radicchio, aber auch Endiviensalat oder Rucola. Wem diese Sorten allerdings zu bitter schmecken, würde ich empfehlen, sie einfach unter einen Eisbergsalat oder Feldsalat zu mischen, so dass man den Geschmack ein bisschen mindert. Was auch richtig gut zu diesen bitteren Salaten passt, ist eine Honig-Senf-Vinaigrette. Die machen wir später auch in einem Rezept, denn auch die mindert diesen bitteren Geschmack ein wenig. Aber auch in Früchten, wie zum Beispiel da hinten meine Orange oder meine Grapefruit, aber auch Zitrone, enthalten viele Bitterstoffe und zusätzlich natürlich auch viele Vitamine. Also auf jeden Fall ein super Immunbooster für deine Gesundheit. Auch frische Kräuter solltest du regelmäßig in deiner Küche verwenden, denn auch da sind die gesunden Bitterstoffe enthalten. Zum Beispiel in Salbei, Thymian, Minze, Oregano, aber auch Dill und Schnittlauch gibt es viele Bitterstoffe. Vorhin habe ich ja auch schon die gesunden Wildkräuter erwähnt, die heutzutage wirklich total unterschätzt werden, wie zum Beispiel Löwenzahn. Im Vergleich, Eisbergsalat hat nur etwa 2,5% der Phytonährstoffe, die Löwenzahn enthält. Die Hauptsaison für Wildkräuter sind der Frühling, aber auch jetzt noch der Sommer. Aber auch Gewürze bringen Bitterstoffe in deine Gerichte und vor allem natürlich das leckere Aroma. Zum Beispiel Kardamom oder auch Kurkuma oder Ingwer sind tolle Gewürze mit vielen Bitterstoffen. Du kannst diese Kräuter und Gewürze natürlich unter dein Essen mengen, aber sie natürlich auch wunderbar als Tee zubereiten und sie einfach trinken. So kannst du dich langsam an den bitteren Geschmack gewöhnen und die Dosis nach deinem Bedarf wieder erhöhen. Und wenn dir der bittere Geschmack wirklich überhaupt gar nicht zusagt, dann hat das Team von Bitterliebe auch Bitterstoffkapseln entwickelt, die du einfach runterschlucken kannst und die dann ihre Wirkung im Magen-Darm-Trakt entfalten. Dein Fokus sollte jetzt nicht darauf liegen, so viel Bitterstoffe wie möglich zu essen. Ja, Bitterstoffe sind sehr gesund, aber ein übermäßiger Verzehr kann auch deine Magenschleimhäute angreifen. Also bitte langsam rantasten, damit du dich auch an den Geschmack gewöhnst und nicht direkt sagst, nee, das ist nicht so mein Ding. Damit das nicht passiert, zeige ich dir jetzt, wie du Bitterstoffe wohlschmeckend in deine Rezepte integrierst. Den morgendlichen Anfang machte bei mir zum Beispiel heute eine leckere Schüssel Kokosjoghurt mit Grapefruit dazu und selbstgemachten Granola. Getoppt habe ich das Ganze dann noch mit ein paar knackigen Nüssen. Wer zu den Smoothie-Fanatikern gehört, Grünkohl, Ingwer oder Spinat können deinen grünen Smoothie richtig aufpeppen. Und neben den Bitterstoffen hast du so auch deine tägliche Portion von Vitaminen abgedeckt. Bei diesem Smoothie habe ich eine reife Banane verwendet, denn die bringt die gewisse Süße und überdeckt den sehr bitteren Geschmack. Außerdem habe ich auch hier noch ein bisschen Kokosjoghurt dazugegeben, damit mein Smoothie etwas cremiger wird. Zum Abendessen gibt es bei mir heute einen leckeren Fenchelsalat mit Pinienkernen und Orangen. Dafür habe ich den Fenchel einfach in ganz feine Scheiben geschnitten und dann mit einer leckeren Honig-Senf-Vinaigrette getoppt. Der fruchtige Geschmack der Orange passt perfekt zu dem Fenchel und ich finde, die Pinienkerne obendrauf geben das gewisse Extra.
und vor dem Schlafengehen gibt es einen wärmenden Verdauungstee mit Löwenzahn aus dem Garten und frischer Minze. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, Bitterstoffe lohnen sich und ich merke, wie meine Gesundheit davon profitiert. Schreib mir gerne deine Erfahrungen zu Bitterstoffen in die Kommentare und ich hoffe natürlich, dass du auch nächste Woche wieder dabei bist im Bitterland. Bis dahin, bleib schön bitter, deine Lisa.